Jo, Freunde, da sind wir wieder bei Witcher 3 und jetzt geht's eigentlich zum Hauptquest. Mal wieder. Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. In den Wald? Oh, ein Waffenschmied, da können wir auch schnell noch hinschauen. Verlässliche Waffen aller Art, Stahlschwerter und schwere Keulen. Schnauze, die kenne ich doch schon. Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Das ist jetzt da die Frage, ob der das überhaupt kann. Nein. Denn die Greifenausrüstung ist nämlich nicht mehr drin. Das heißt, der kann die gar nicht anfertigen. Warte mal, ich mache mal einen Filter anders. Falsche Handwerker, die Stufe des Handwerkers ist zu niedrig. Die mache ich mal mit an. Dann weiß ich nämlich ab, welches Level es ist. Ab Level 11 passt. Dann muss ich einen anderen Handwerker. Halt. Brauchen wir nicht. Silberschwert. Greifen Silberschwert. Anforderung des Handwerkers. Waffenschmied, Geselle. Also es muss kein Meisterschmied sein. Aber wo kriege ich einen Gesellenwaffenschmied her? Meisterlich gefertigtes Wolfstahlschwert. Ach du Scheiße. Komisch, dass ich das Schema schon habe. Da haben wir verbessertes Greifenstahlschwert ab Level 18. Das heißt, wir haben ab Level 11 das Greifenstahlschwert, also wenn wir einen Schmied endlich mal haben. Und dann können wir gleich das machen. Wo ist der Unterschied eigentlich für die Bonis? Nur Zeichen ist, die TT ist doppelt so hoch. Also kein negativer Boni mehr. Okay. Können wir das Schwert gleich hier zerlegen? Ja, das verkaufe ich. Hat der vielleicht noch irgendwas? Das ist das, was ich verkauft habe, oder? Was ist das? Schema Langschwert von Skellige. Brauche ich sowieso nicht, denn ich liebe nur grüne Schwerter oder Bist du? legendäre. Okay, nehmen wir uns schnell das hier und hatte keinen Schleifstein. Ach doch, okay. Und jetzt auf zum Baron. Ach, krieg ich hinlaufen auch. Ist ja nicht besonders weit. Okay, gut, dass der Absurd doch wirkt. Der wirkt ziemlich lange, 1800 Sekunden. Warum schreiben die das in Sekunden und nicht in Minuten? Müssen wieder alles hochrechnen hier. Ist aber ziemlich lange. Rechnen 60 Sekunden ist eine Minute. Kannst du ja hochrechnen, wenn du willst. Also ich habe jetzt keine Lust drauf. Ich krieg immer die falschen Pflanzen. Oh, eine tote Kuh. Tut mir leid. Okay, Nekrophagenöl. Weißt du Bescheid? Thank you.
ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Ja, dann mach doch. Okay. So. Das haben wir geschafft. Und komm, Blitze. Das ist die Burg, mein Freund. Ronwit von Simfle. Halt! Zum Zweikampf! Ich fordere dich heraus! Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern! Halt, sag ich! Ich bin Ronwit vom Simfle, gebunden durch einen heiligen Eid! Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber Spornstreichs gezogen. Nach dir kommen noch 99 weitere. Du hast doch gar keinen einzigen. Zu Diensten. Bringen wir es hinter uns. Schon gut. Ich ergebe mich. Einschlag. Reicht's jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Aber nächstes Mal... Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Abwarten. Hast du den Contest gerade gesehen? Holy shit, Alter. Einfach mal so... Lauf, bam, Busch, dann brennt der auf einmal. Grenfels. Okay, Blötze, kannst warten hier. Schaffe ich alleine. Quest aktualisiert, finde den blutigen Baron. Und ich kann nicht speichern, alles klar. Verriegelt die Türen. Versteckte Kinder. Schnell. Kann ich jetzt speichern? Anna Stranger, Gemahlin des blutigen Barons, vermutlich entführt, größte Gebildung für diejenigen, der sich findet oder zurückbringt. Sag mal, schaut es nicht so aus wie die vom Sumpf? Meister Hexer. Weißer, schau mal hier drüben. Ach stimmt, das ist ja, ja die. Dieser Gestank. Auf Wiedersehen. Reihe bilden. Ey, guck mal da. Stoß! Tötet ihn, verdammt! Ach, weißt du was? Leck mich doch jetzt, Alter. Blöder Kackhaufen, Alter. Leg dich nicht mit mir an. Huch. Muss ich durchs Tor. Geh fort. Lass uns, bitte. Ey, Alter, ich mach doch gar nichts. Anschlagbrett gefunden. Halt! Ist der Baron zu Hause? Geht dich nichts an. Ich muss ihn sprechen. Öffnet das Tor. Niemals. Wir haben gehört, was am Scheideweg passiert ist. So einen lassen wir hier nicht rein. Die wilde Jagd hat sie niedergerissen. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich sollte mich unter den Dörflern umsehen. Vielleicht hat ja einer den Mumm, mir zu helfen. Ah, das bezweifle ich.
paar Leichen liegen ja schon. Was sagt man dazu? Nur ein müder alter Mann rennt nicht voller Furcht weg, wenn er mich sieht. Grüß dich. Grüße zurück. Die anderen Dorfbewohner sind abgehauen, als sie mich sahen. Nur du nicht. Ich bin zu alt zum Rennen. Was könntest du mir auch anhaben? Mich töten? Mach ruhig. Ich lebe eh nicht mehr lange. Mir das Fell abziehen geht nicht. Meine Haut ist zu spröde. Lebst du schon lange hier? Seit meiner Geburt. Müssen jetzt schon über 70 Winter sein. Kennst die Gegend bestimmt ganz gut. Kann man sagen. Hör zu, ich muss in diese Festung kommen. Gibt es auch einen Weg, der nicht durch das Haupttor führt? Ja, aber nur wenige kennen ihn. Wenn du, sagen wir, einem bescheidenen Mann ein bescheidenes Angebot machen würdest, könnte ich dir den Weg zeigen. Willst du nur an ein paar Münzen kommen oder hilfst du mir aus einem anderen Grund? Was du da am Scheideweg getan hast, deswegen lassen sie dich nicht rein, stimmt's? Der Wirt, der Ehemann meiner Schwester. Scheideweg, was war am Scheideweg? Gut, ich habe auch keine Lust auf einen Streit mit den Wachen. Vor vielen Jahren, als der alte Herr noch Krähenfels regierte, verschwand der Sohn des Schmieds. Das ganze Dorf hat nach ihm gesucht. Man hat ihn schließlich im Fluss gefunden. Ertrunken. Tragisch. Aber warum sollte mir das weiterhelfen? Einige Tage später fand eine alte Dienerin des Herrn die Mütze des Jungen in der Nähe des Burgbrunnens. Entweder verlor er sie dort, oder er fiel in den Brunnen. Kluger Mann. Wo die Leiche des Jungen gefunden wurde, haben die Dorfbewohner einen Schrein errichtet, nordwestlich von hier. Bestimmt findest du da irgendwo einen Durchgang. Wo genau ist der Schrein? Folge dem Weg, der durch das Dorf führt, bis zur Brücke. Dann gehst du rechts und immer geradeaus bis zur Kreuzung. Biege dort wieder rechts ab und folge dem Pfad den Hügel hinauf. Der Schrein steht dort oben. Hinter der Brücke rechts, dann wieder rechts. Das finde ich. Danke. Erkunde die Gegend, in der Leiche des Jungen gefunden wurde. Was gibt es Neues in der weiten Welt? Versuchen Sie alle zu gewinnen. Hab gerade deine Mutter gefickt. Das fühle ich mich wunderbar. Ich bin nicht der Typ, der die Mutter fickt, ich bin der Typ, der die Mutter von der Mutter fickt. Komm schon! Weißt du Bescheid? Das ist Geralt. Und jetzt rechts. Und geradeaus. Und dann wieder rechts. Da ist der Schrein. Der Durchgang muss hier irgendwo sein. Alter. Bäume, ich sag's euch. Da ist es. Ich muss wohl schwimmen. Ganz klar, du musst schwimmen. Prozent stirbt man oder wie ist das eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Halt, da unten ist ja was. Ach, das waren nur die Dinger, glaube ich, oder? Okay, die Truhe ist hier nicht unten. Da hinten. Sabalat. Was jetzt, du Stück Dreck?
tatsächlich so dunkel. Ich will nicht meditieren. Ich glaube, hier war hier eine Truhe unten. Komm. Ja. Gimmerische Stahlschwert, goldene Pyrol, Rubin. Oh, eine Rüstung. Und neuen Absurd-Trank. Licht. Ich bin fast da. Muss ich jetzt ja wieder unten durch? Nein, da komme ich ja her. Muss ich auch meine Fackel noch mal? Hopp, Geralt, zieh die hoch. Okidoki. Die scheiß Gift am Rand. Aber irgendwie schaut's cool aus. Nein. Naja, kann er nicht schnell hochgehen. Du musst so rechnen, die Rüstung wiegt sau viel und die Schwerter auch. In Vysima, das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht, wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Genug, egal wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein, du hast noch einen anderen Gast. Ah, unser Verfechter der Unterdrückten. Sei gegrüßt. Der Ruf eilt mir voraus. Das stimmt. Als ich vom Gemetzel meiner Männer hörte, hoffte ich, dass sie dich fangen und hängen. Oder zumindest auspeitschen. Aber dann dachte ich mir, die Halsabschneider hat er alleine in die Tasche gesteckt. So ein zäher Kerl könnte nützlich sein. Nützlich? Wie? So gehört sich das. Ich bin sicher, wir werden gut zusammenarbeiten. Hier entlang. Eins noch. Du machst diesmal besser keinen Ärger. Denk daran, ich habe noch nicht über dich entschieden. Das mache ich nach unserem Gespräch. Ach so, Scheideweg, das war halt am Dorf wahrscheinlich. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Warum nicht? Ganz nach meinem Geschmack. Nach Voltests Tod und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temeria kann man heute noch trinken? Trinken wir auf uns. Warum nicht? Okay, jetzt möchte ich auch gerne Wodka. Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Ah, ist ein toller Ort. Toller Ort. Überall Sümpfe, Moore und Schlamm. Ganz genau. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter.
Komm endlich zur Sache. Ciri, ihretwegen bist du gekommen, richtig? Sie war also hier. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Au, au, au. Und au. Und nochmal au. Und nass au. Ja, alles klar. Darf ich jetzt wieder Ciri spielen? Ich denke. Yeah. Das war knapp. Ich muss hier weg. Komm, jetzt sammeln wir einfach mal alles ein. Muss nur E drücken. Nicht wie beim Geralt, da kommt gleich das ganze Menü. Ich glaube, da gibt es bestimmt auch einen Mod, wo es ausschalten kann. Sie braucht Hilfe. Scheiße, ist das Schwert schlecht. Kannst wieder runterkommen. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ja. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Ach du Scheiße, Alter, es ging nicht schief. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm. Ich helf dir hoch. Was ist cool, ja? Die Kette vom dem Wolfsabzeichen, dass du ein Hexer bist. Das Medaillon. Das wäre eine coole Kette, Mann. Ich würde es feiern, Mann. Wölfe! Schnell, versteck dich! Ach du Scheiße! Tch.
zum Glück heilt sich das Leben von ihr wieder automatisch. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut! Das könnte nicht mal mein Vater! Meiner könnte noch viel mehr. Oh, massakriert. Von einem etwas mit enormen Klauen. Oh ja, dein Vater könnte noch mehr. Schau mal! Da ist etwas! Boah, Alter, wurde zerstückelt! Bleib hier! Geh nicht weiter! Aber... Nichts aber, bleib hier! Ich muss mir was ansehen. Das war auf jeden Fall ein riesiger Wolf. Könnte fast schon ein Werwolf gewesen sein. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Oh, Brust zerschmettert, Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Ich mache erst der Bauch. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapssamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbarn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Hörst du? Wölfe! Versteck dich, rasch! Jetzt übertreib's mal nicht. Sie sind weg. Du kannst rauskommen. Tot. Aber ein Schwein hier? Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. So. Cool, dass es einfach voll zuläuft. Okay. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder, manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Wegs gibt es genug zu essen. Tö. Hier lang! Durch die Höhle!
Geh voran. Ich sammle jetzt erstmal alles ein. Es war genau dieser Ort, wo wir mit dem Geralt mal gelaufen sind. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Ja, wo ist denn die jetzt hin? Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Hey, komm zur Süße. Holy shit. Weißt du Bescheid, hä? Du Lackaffe. Mann, dem hast du's aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Boah. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch... Mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön, bring uns zu deinem Herrn. Oh, ich trinke schnell etwas. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenn doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Das kleine Mädchen, das mit Ciri herkam, was ist mit ihr passiert? Gretka? Die ist wohlauf. Sie hilft in der Küche. Ciri hat mir von den Eltern und ihrer Entscheidung erzählt. Ich werde die Kleine nicht nach Hause schicken. Hier hat sie was zu essen und eine eigene warme Ecke. Es fehlt ihr an nichts. Und was ist mit Ciri? Hab ich dir schon gesagt. Darüber reden wir ein andermal. Diese Information kriege ich wohl nicht umsonst. Kluger Kopf. Ich bedauere deinen Verlust. Doch meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Gut, ich helfe dir. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf.
Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Ich muss erst mal wissen, wie sie aussehen. Tamara, meine Tochter, ist im Frühling 19 geworden. Schlankes Mädchen, reicht mir bis an die Schultern. Schöne Augen, grün wie die ihrer Mutter. Meine Frau Anna hat 40 Winter gesehen, was sie nie zugeben würde. Dunkles Haar, dick wie Teer. Sie trägt es als Knoten. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen.